Möchtest du mal anmoderieren, wo wir jetzt hinfahren? Nein. Möchte ich? Warum nicht? Jetzt wissen meine Zuschauer gar nicht, wo wir hinfahren. Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin! So, wir fahren nach Berlin. Und da findet ihr eventuell auch raus, was ihr noch so gewinnen könnt. Da ist übrigens meine Mama, die nicht reden möchte mit euch. Fährt und die gerne mit euch redet, ist meine Tante. Liebe Tante. Hallo. So, wir brauchen jetzt noch bestimmt so 8 Stunden oder wie viel später? 2 Stunden 52. Dann sind wir in Berlin. Wir sind jetzt gerade Ausfahrt Hodenhagen, falls es interessiert. Ich esse einen Apfel. Jetzt nimmst du den da einen raus und dann gibst du deiner Tochter die Tüte, dass sie die nachher hat. Sonst isst du sie alle auf und dann ärgern sie sich. Ist ja keine Schokolade. Hat nur Fett. Gleich das Apfelkerngehäuse an die Scheibe. An die Scheide oder an die Scheibe? An die Scheibe. In den. Du hast meinen ja noch nicht gesehen. Wir spielen jetzt nämlich. Wir spielen jetzt nämlich Stau-Männer-Bingo. Leon, Paul, Alter, 4 Kinder, da gucken wir gar nicht mal rein. Der Junge heißt Leon Paul. Ach, Leon Paul. Und das Mädel heißt Lilly. Lilly Marie. Oh, links auch eine Schnitte für Angela. Alter. Hey. Gregor. Gregor. Igor. Waldemar. Wir wollen Fahrt, wir wollen ihn nochmal sehen. Fandet ihr das nicht schön, dass wir die fanden? Ich mochte das gerne leiden. Ich mochte es auch gerne. Fahr doch, wir wollen doch den freundlichen Gesellen sehen. Jetzt. Könntest du mal kurz Hallo sagen? Hallo. Hallo. Da hat er eigentlich das Kampfsystem. Kannst du auch noch mal kurz erzählen, wo wir gerade sind? Kudamm sind wir. Kudamm sind meine wir. Lieben. Und wir haben schon hart geshoppt. Ja. Richtig hart, alles voll hier. Hier. Bei Hosenmeier waren wir. Hosenmeier. So. Jetzt gehen wir noch ins KDW zu Mac und zu Bobby Braun. Dann gehst du alleine hin, ich trinke Kaffee. Du trinkst doch gar keinen Kaffee. Ja, aber dann schon. Er ist schon wieder genervt. Schau mal, Gold. Jetzt bist du eine Kurbel. So mittendrin. Wir können aber auch ruhig laufen, Freunde, der Müller fuhr. Rauchen tötet, ne? Müller tötet. Ihr das gehört, was er gesagt hat? Dauerbrüller. Ich finde auch Leute toll, die die T-Shirts sammeln. Oh, das ist so behindert. Ich sammle Hardrock-Karte, ich fahre schon überall. New York. In London. Erzähl noch mal kurz, wo du überall warst. In New York und London. Paris. Überall hatte ich Hardrock-Karte-T-Shirts, habe ich mir gekauft da. Richtig. Danke, Pölle. Was? Na, Dieter, wie ist das so, wenn man in Berlin wohnt? Ja. Gut. Läuft. Ist schöner als Bremen? Nee, nicht unbedingt größer. Stonewashed Jeans and a matching jacket. Nee, Stonewashed Steve Austin ist das so. Stonewashed. Ja, Dieter, das wäre verstanden. Meine Augen tränen so. Oh. Ist schon alles verlaufen. Für wie? Guck mal, es hat auch ein kleines Makko hier. Also nur ein bisschen. Guck mal, wenn du jetzt die Hand da drunter hältst, dann ist die so Makko. Steh ich nicht. Makro. Steh ich nicht. Das ist nah dran. Und guck mal, hinten, das ist jetzt ganz unscharf. Guck. Toll. Und das ist scharf. Das ist ja der Hammer. Ja. Ich ab, wirklich. Was du für tolle Sachen hast. Mit deiner Kodak-Kamera. Einfach mal ausprobieren. Drinne. Ja. Hier ist, wo du weißt. 125 Jahre. Ja, drin ist er auch da. Nö. Woher weißt du, dass er nicht da ist? Weil er nie da ist. Udo Walz, Freunde, Udo Walz. Die sieht auch scheiße aus. Der ist einfach wieder. Ja, der ist ja auch kacke. Mann. Weißt du doch gar nicht, wo der ist. Der ist nicht da, Mann. Also ich möchte mir da nicht die Haare schneiden lassen. Ich auch nicht.
will ich das denn mit seinen alten Wichsgriffeln an mir rumkommen? So, ja, toll, das muss ich jetzt rausschneiden, weil du Wichsgriffel gesagt hast. Wichsgriffel kommt von Schuhwichse und hat überhaupt nichts mit anderen Sachen zu tun. So, YouTube, hast du gehört? Schuhwichse. Schuhwichse. Ich habe hier jetzt die Moisture Rich, ne? Das wird die auch sein, die da steht. Nein, doch, ist die. In ganz hell habe ich ja, ne? Die. Aber ich möchte jetzt mal eine andere Foundation von denen. Aber ich, da ist es. Pup von Königen, kriegst du da, wurden über Jahrhunderte gesammelt. Kannst du wie so ein Gedenkstück wie von der Mauer, weißt du? Kriegst du ja auch mal so eine Brocken. Hast du auch Stuhlbrocken von Königen aus Jahrhunderten. Oder als kleine Pellets als Blumendruck. Friedrich der 35. Weißt du? Kannst du da holen. Machen wir jetzt? Wir warten auf Herrn Krüger. Auf Herrn Krüger und gehen dann dahin. Herr Krüger ist noch hier in der Kirche. Der Weg ist aber einfach hinten. Ein geheimer Schnüdelweg. Ein geheimer Schnüdelweg. Kannst du dich anbei schnüdeln da, eben? Da kommt der Krüger raus. Und dann kommt der Herr Krüger raus. Mutig auf Krüger-Exkursion. Krügerfang. Herr Krüger! An den Damm, über den Damm waren wir drin. Da ist aber auch. Da ist leer. Oh, voll schön mit der Liege und alles. Was sind das denn für Dinger? Sind das, das sind Tiere. Ich dachte, das ist ja. Das da. Das kommt bestimmt von dieser Rotbuche. Das ist ja ekelig. Komm, wir gehen wieder zurück. Herr Krüger! Da vielleicht, da oben dran, wenn du ganz laut rufst. Kannst du jetzt mir helfen bei der Verlosung? Was verlosen wir denn? Heute, ihr könnt folgendes gewinnen. Von Essenz Fairy Tail und der Farbe Fairy Berry. Kann man die Farbe sehen? Ja. Das so, ist die Farbe. Das ist der erste. Leute, ihr könnt was gewinnen. Von Essenz Fairy Tail Nail Polish. Und zwar Humpty Dumpty ist die Farbe. Hier, wenn ihr mal wissen wollt, wie Humpty Dumpty aussieht, direkt mal drauf gehalten. Das ist eine Limited Edition, also das ganz was Besonderes hat nicht jeder. Jahrzehnten ausverkauft. Ja, ist noch. Und Bommel hat es gekauft. Nämlich extra für euch, damit sie es verlosen kann. Und sie ist so selbstlos, weil sie hätte so Bock drauf, das auch zu benutzen. Innen ist, wer drin ist. So, Freunde, folgendes. Wenn ihr diese bombastischen Preise gewinnen wollt, müsst ihr folgendes tun. Erstens, Abonnent werden. Von Bommel, sprich Terrorprinzess oder schon sein, klar. Und ein Kommi schreiben unter dieses Video, warum ihr das kriegen solltet. So, nicht nur schreiben, hier, mach mal und ich bin dabei, sondern hier, das ist folgendes, Mensch, Humpty Dumpty ist genau mein Ding. Hätte ich richtig Bock, also zum Beispiel, ne, richtig Bock, Humpty Dumpty, da geht mir der Stift. Mit random.org wird das nämlich ausgelost dann und ihr habt durchaus auch, ich will mal sagen, ein paar, ich meine, rechnet euch das aus, wie viele Abonnenten hat sie? Gut, ist übersichtlich und dann ihr. Du Arsch. Nein, ich sage ja nur, die Chancen sind. Das sind 800! Groß mitmachen! Freunde! Und die Dumpty! Ja, und nachher gibt es noch eine Palette. Vorne eine Palette zu gewinnen. Eine reine Palette.